Die Zeitung ist 4 Tage alt. Ich bin schon froh, dass sie von diesem Jahrhundert ist. Und? Was ist damals in der Welt passiert? Meine Trauerfeier wird angekündigt. Für morgen. Dann bist du jetzt offiziell tot. Glückwunsch. Das heißt ja wohl auch, dass in meiner Urne wahrscheinlich die Reste von Billy verscharrt werden. Oder das, was von ihm übrig war. Ich vermisse Billy. Der könnte sich draußen frei bewegen. Er könnte uns was zu essen holen und mal ein Asthma-Spray und eine richtige Decke. Hey, ganz ruhig. Wir kommen schon hier raus. Ja, wir können direkt in den Knast wandern. Ich zumindest. Ich werde doch auch gesucht. Ich werde dafür sorgen, dass sie uns nicht einbuchten, okay? Dann kommen wir immerhin die Hälfte deines Vermögens dafür. Kann ich mich noch in diesem Loch setzen? So lange, bis wir irgendeinen Plan haben, wie wir hier rauskommen, ohne direkt in den Knast zu wandern. Hier. Das ist die Vorstellung von Federica. Zum ersten Mal mit der göttlichen Hanna Schewrenko. Ich habe die Karten vor über einem Jahr gekauft für Kim und mich. Aber wahrscheinlich hat sie das ohnehin vergessen. Verdammter Mist. Hallo, Per, hier ist Kim. Ich wollte fragen, ob Sie mir einen Gefallen tun können. Interessieren Sie sich für Oper? Wissen Sie zufällig, wo meine Frau steckt? Soweit ich weiß, ist Ihre Frau in die Oper gegangen. Wie, ohne Karten? Ja, das hat sie mir nur nicht erklärt. Oh Gott. Die Oper beginnt in 20 Minuten. Heilige Scheiße. Federica, Herr Sanchez. Federica. Sie haben es tatsächlich geschafft. Die Oper ist seit Monaten ausverkauft. Und ich bin seit mehr als ein paar Monaten Staatssekretär. Sie haben keine Ahnung, wie wichtig mir das ist. Ich freue mich auch sehr auf diese Oper. Erst recht mit einer so bezaubernden Begleitung. Darf ich Ihre Sachen abnehmen? Ja, die Tasche behalte ich. Natürlich. Die konnte ich nur. Ehrlich gesagt bin ich nicht wegen der Musik hier. Sondern? Um Ihnen dabei zuzusehen, wie Sie Musik hören. Das ist ziemlich offensiv. Aber die Wahrheit. Tschüss. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sich eine so junge Frau wie Sie für Oper interessiert. Ehrlich gesagt tue ich das auch nicht. Es war der große Wunsch meines Vaters, dass wir zusammen hierher kommen. Ich verstehe. Ja, er hat vor über einem Jahr die Karten besorgt. Leider sind sie kaputt gegangen. Aber trotzdem wollte ich unbedingt hierher, weil ich werde die Aufführung für ihn aufnehmen. Oho. Dann begehen wir gemeinsam ein kleines Urheberrechtsverbrechen. Wie aufregend. Keine Angst, wir werden uns nicht erwischen lassen. Und wenn doch, dann fliehen wir gemeinsam. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Das ist die Lieblingsoper meines Vaters. Er hat damals zu mir gesagt, wenn er tot ist, dann hofft er, dass er im Himmel seine Opernmusik weiterhören kann. Es ist wirklich sehr schade, dass er nicht hier sein kann. Ja. Aber deshalb nehme ich die Oper ja für ihn auf und gebe sie mit ins Kim. Grab. Tut mir leid, die haben die Karten doch noch akzeptiert. Wir haben tolle Plätze, schau mal. Aha, okay. Ihr kennt euch ja bereits. Hi. Kommst du? Wir müssen uns beeilen.
Genießen Sie es. Bitte? Es ist möglicherweise das letzte Mal, dass Sie mit Ihrer Frau in die Oper gehen. Wie meinen Sie das? Komm, wir müssen los. Schatz, ganz kurz noch. Ich bin blöd und ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Ich habe mir einfach nur Sorgen um dich gemacht, weil ich dich liebe. Okay? Halt die Klappe und komm. Warum war dieser geleckte Anzug auch schon wieder bei dir? Er ist ein richtiger Gentleman. Und was will dieser Gentleman von dir? Nichts. Ich wollte was von ihm. Er hat mir die Karten besorgt. Ich wusste sonst nicht, wie ich hier reinkomme. Ich fasse es nicht. Du hast jetzt schon deine Connections in die Politik aktiviert. Wow. Entschuldigung, ich war in Not und Per hat mir geholfen, was man von dir nicht behaupten kann. Du hast die Karten zerfetzt. Aber ich will mich jetzt nicht streiten, okay? Okay. Gib her, ich mach das. Wirklich? Ja. Du sollst dich auf die Musik konzentrieren und an deinen Vater denken. Aber das ist illegal. Umso besser, dann bekomme ich Ärger und du nicht. Ich liebe dich übrigens auch. Psst. Wichtigste Regel beim Pokern, kein Schmollen. Du gewinnst, du verlierst, egal, du lächelst. Immer gelassen, immer souverän, egal was passiert, okay? Ich hab dir Krücken besorgt. Ich dachte, ich bringe sie dir, bevor mich jemand sieht. Und? Ein Gruß aus deiner Hausbar. Guter alter schottischer Freund. Danke. Zum Glück hast du es noch rechtzeitig geschafft. Und wenn nicht, hättest du ja eine andere Begleitung gehabt. Du bist eifersüchtig. Ich bin so lange eifersüchtig, bis du mir sagst, dass es keinen Grund gibt, eifersüchtig zu sein. Ich hab dir gesagt, dass Per meine einzige Chance war, um an die Tickets zu kommen. Ich hab doch den besten Ehemann der Welt, hm? Es tut mir leid, dass ich so zickig zu dir war. Nein, warst du ja gar nicht. Ich war mal wieder ein Esel, weil ich wirklich dachte, dass die Nummer mit der Oper blödsinnig ist. Aber es war eine tolle Idee. Aber wenn ich irgendwann mal sterben sollte, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du das auch für mich tun würdest. Zum Glück stirbst du nie. Niemals.
glaube nicht, dass der Ort so der Richtige dafür ist. In Ansgars Bett. Womöglich schaut er gerade von oben zu, oder? Ach so. Also eigentlich hat Ansgar immer gesagt, man soll die schönen Momente genießen, so wie sie kommen. Außerdem schaut er sich gerade seine Oper an. Hallo Hemke, das Labor hat sich gemeldet. Ich wollte nur sagen, die Asche aus der Waldhütte, das war nicht der Ansgar von Lahnstein. Das heißt, der Kerl ist so lebendig wie du und ich.